Einen wunderschönen Tag, liebe Nachtschwärmer. Hier ist wieder der Schatten, der über die Häuserdächer gleitet, euer Darkwing Spooky Wolf. Herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial in Dying Light 2. Es gibt ein weiteres tolles Easter Egg, das entdeckt wurde, und ich möchte euch dran teilhaben. Wir müssen wieder zum Startpunkt dieses VNC-Gebäude, wo wir die erste Antenne aktivieren müssen. Nachdem wir das getan haben, steht uns quasi der Weg auf das Dach offen. Wir müssen nur den Aufzug vergewaltigen, und dann geht's irgendwann. Dann fahren wir wieder endlos hoch. Ich cutte das raus. Dieses Mal wirklich. Und ja, wir halten nach gewissen Kistenausschau auf dem Dach oben. Gleich haben wir sie, die hier. Und von da ran gucken wir runter und sehen da unten so einen Baukran. Wie gesagt, ihr solltet die Quest abgeschlossen haben, damit er ohne Probleme auf das Dach vom VNC-Gebäude kommt. Wenn ihr es genauer wissen möchtet, wie es funktioniert, dann schaut euch mein anderes Video mit dem Easter Egg an. Da ist es genauer erklärt, denn das ist auch die Ausgangslage, um das andere Easter Egg zu bekommen. Jetzt wollen wir auf diesem Kran landen und gleiten deswegen hinab. Und ja, mein Fallschirm hat sich anscheinend da oben in dem Drahtseil verfangen. Und ich komme nicht weiter. Es lebe Dying Light 2. Ja. Ich habe gelesen, das Spiel wäre super. Ist es auch an dieser Stelle. Vor allem, weil der Parcours zu 100% funktioniert. Ansonsten sind die Meinungen so ein bisschen gespalten. Ich finde gerade, der Parcours funktioniert nicht zu 100%, aber trotzdem super geiles Game in allem drumherum. Und dieses Easter Egg ist auch mega geil. Ihr seht diese blauen Pilzen. Ihr müsst jetzt Viereck gedrückt lassen. Und das dauert eine ganze Weile. Das Ganze müssen wir 5-mal machen. Einmal davon geht es relativ schnell und ja, 4-mal relativ langsam, bis dann die Pilze ja so sind. Und das Ganze müssen wir auch, glaube ich, nachts machen. Ich weiß jetzt nicht, die Pilze, ob man die auch tagsüber triggern kann. Aber so viel ich weiß, kann man das, was jetzt passiert, erst nachts auslösen. Und zwar kriegen wir Trommelwirbel. Oh, 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 oh. Zack. Wir kriegen eine Herausforderung, eine Parcours-Challenge, die Baba Yaga heißt. Wer kennt sie nicht? Baba Yaga. Und dann steht da noch ein bisschen was von Diditschgütsch, also Quidditch eigentlich, nur auf Babajagisch. Das heißt Quidditch, ja, wir fliegen einen Hexenbesen. Und das ist das Teil dieser Challenge, mit super geiler Mucke, super geil aufgezogen. Ist mega cool, aber wir machen die Challenge jetzt nicht. Denn ich will euch was anderes zeigen, und zwar ein Glitch. Wir gehen jetzt nämlich hier raus. Und diesmal ist es tatsächlich ein Glitch, der könnte gefixt werden. Ich weiß ja nicht, wie gesagt, bei meinem anderen Video weiß ich nicht genau, ob dieser Talisman zu 100% richtig funktioniert oder ob der auch noch gepatcht wird. Aber hier wird es bestimmt gepatcht. Also hier ist es definitiv ein Glitch. Weil normalerweise können wir den Hexenbesen nur in dieser Herausforderungsmission verwenden. Wir haben aber jetzt, während wir die Herausforderung gemacht haben, haben wir uns aus dem Spiel rausgeschaltet, also beenden. Wir machen nicht das ganze Spiel zu, wir beenden nur und gehen dann wieder auf Fortfahren. Und was dann passiert, das sehen wir jetzt. Jeden Moment. Da, PS5 Ladebildschirme. Es sind ausnahmsweise mal lang, auch in diesem Spiel. Ja, schwarz, ich sehe schwarz, painted black. So, okay, wir stürzen erstmal in den Tod. Ich weiß nicht, ob man es abfangen kann, ich wollte es gar nicht probieren. Vielleicht kann man das noch mit dem beherzten Einsatz vom Gleiter abfangen. Was ihr auch machen solltet, vielleicht ist das Zubehör leer, bevor ihr die Mission startet. Ich weiß nicht, ob man es wirklich muss, meinte ein anderer Let's Player, bei dem ich das Video selbst gesehen habe. Könnt gerne vorbeischauen bei Corypheus, der hat auch dieses Video hier rausgehauen. Der hat gesagt, hier die Zubehör sollte man leer machen, weil da drin der Besen landet. Aber ich glaube einfach, man muss das Zubehör leer machen da unten, dass man da noch einen Platz hat. Also überhaupt in der Liste, dass man da nicht vollständig hat, weil der landet nicht in der Schnellleiste, sondern der landet eben im Zubehör. Jetzt haben wir diesen Besen tatsächlich dauerhaft, zumindest mal so lange, bis es gepatcht ist. Jeder ist mal ein Anfänger, also mit dem Besen umzugehen ist am Anfang gar nicht so leicht und das kostet auch Ausdauer. Für mich ist es eigentlich nicht mal so verwerflich, wenn die den nicht rauspatchen würden, weil der ist nicht
OP, würde ich jetzt nicht sagen. Der ist schon richtig stark. Also ich meine, ihr könnt ohne Probleme auf Antennen fliegen, auf Windräder. Ihr müsst die ganze Gekrabbel-Scheiße nicht mehr machen, die nicht so richtig funktioniert, meiner Meinung nach, immer noch. Aber er kostet eben auch Ausdauer und ist deswegen nicht ganz so krass OP. Und er ist nicht ganz so leicht zu handeln. Das muss man eben auch erstmal hinbekommen. Da muss man ein bisschen üben. Aber der hat mir jetzt schon gute Dienste geleistet, für auch alle anderen Trophies zu bekommen, die irgendwie was mit Krabbeln zu tun haben. Wie gesagt, die Windräder und so weiter. So, gucken wir uns einfach zum Abschluss noch die Challenge an. Ihr könnt die Challenge dann natürlich nochmal machen. Ihr fliegt einfach mit dem Besen dorthin nochmal auf den Baukran und macht die Challenge, wenn ihr Bock drauf habt. Sie ist ganz cool, aber auch hier ist meiner Meinung nach das Parcours-System nicht ganz so reibungslos, so wie es meiner Meinung nach funktionieren soll, weil ich finde, so eine Challenge sollte Spaß machen und nicht frustrieren. Mich hat sie zum Teil frustriert, trotzdem konnte ich nicht aufhören. Ich wollte eigentlich Gold machen, aber dann habe ich es aufgegeben, gerade wegen dieser Stelle hier. Na, und ständig verlierst du den Besen, da kommen noch Seitenwinde, wo du dagegen steuern musst und das Ding ist schwer zu kontrollieren. Und dann steht er ohne Besen plötzlich in der Luft, weil er irgendwo leicht dagegen kommt. Wie hier. Na gut, das hier ist noch verständlich, dass da der Besen weg ist, aber naja. Viel Spaß mit den letzten Sekunden des Videos. Ich würde mich über ein Like sehr freuen und hoffe, ich konnte euch helfen und wünsche euch noch ganz, ganz viel Spaß mit Dying Light 2. Wie gesagt, auch wenn ich das Parcours-System nicht ganz so geil finde, also was heißt nicht ganz so geil, es ist cool, aber nicht 100% perfekt. Das Spiel ist aber geil. Definitiv. Vielen Dank fürs Schauen. Macht euch einen schönen Tag. Bye, bye, bye.